So, nachdem ich beim ersten Video die falsche HD-Einstellung genommen habe, was man auch an der Bildqualität sehen kann, geht es nun weiter mit der richtigen HD-Einstellung und der Steigzeit beim senkrechten Wurf. Und zwar wollen wir in diesem Video ermitteln, was eben die Steigzeit ist, das heißt die Zeit, bis der Körper seinen höchsten Punkt erreicht und dann eben wieder nach unten fällt. So, und die Steigzeit lässt sich eigentlich denkbar einfach ermitteln, denn wir hatten ja schon im ersten Video gesagt, dass wir unserem Körper eine Anfangsgeschwindigkeit von V0 mitgeben. So, jetzt wird unser Körper aber ständig von der Erdbeschleunigung g ist gleich 9,81 Meter die Sekunde Quadrat nach unten gezogen. Das heißt, er baut durch die Beschleunigung nach unten eine Geschwindigkeit nach unten auf. Und der Körper hört jetzt logischerweise dann auf zu steigen, wenn die Geschwindigkeit nach unten gleich groß der Geschwindigkeit nach oben ist. Das heißt, wir haben unserem Körper ja nach oben die Geschwindigkeit V0 gegeben. Und wenn die Beschleunigung hier unten eben eine Geschwindigkeit aufgebaut hat, die gleich groß dieser Geschwindigkeit ist, dann ist dieser Pfeil genauso lang wie dieser Pfeil und der Körper bewegt sich eben nicht mehr. Er hat seinen höchsten Punkt erreicht und da die Bewegung nach unten weiterhin beschleunigt, fängt er dann wieder an zu sinken. Das heißt, wir müssen jetzt sagen, wann hat die Erdbeschleunigung unsere Anfangsgeschwindigkeit V0 erreicht? Und dafür gibt es jetzt den Zusammenhang zwischen Beschleunigung und Geschwindigkeit. Und dieser ist bekanntlich V ist gleich A mal T. Wobei V die Geschwindigkeit ist, A die Beschleunigung und T eben die Zeit. Kleines Beispiel, wenn ich mit meinem Auto zum Beispiel 3 Sekunden lang mit 4 Meter die Sekunde Quadrat beschleunige, dann habe ich danach eine Geschwindigkeit von 12 Meter die Sekunde. Sieht man auch sehr gut, dass ich hier Meter Sekunde Quadrat mal Sekunde das Sekunde Quadrat wegkürzt und Meter die Sekunde übrig bleibt. Und mit dieser Formel können wir das jetzt eben berechnen. Denn für A können wir G einsetzen, da wir ja die Erdbeschleunigung haben. Und dann haben wir gesagt, dass die V0 eben gleich der Geschwindigkeit sein muss, welche die Erdbeschleunigung aufbaut. Von daher können wir sagen, V0 ist gleich G mal T. Und da müssen wir nur noch nach T umstellen und dann haben wir auch schon die Steigzeit. Das heißt, wir sagen jetzt einfach, okay, V0 geteilt durch G ist gleich T. Und das ist die Formel für die Steigzeit. Eigentlich denkbar einfach zu merken, kann man sich aber auch gerne immer wieder neu herleiten. Die Herleitung ist ja nicht so kompliziert. Und jetzt machen wir dann endlich weiter mit der Steighöhe. Bis gleich.